Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, nun hier müssen wir differenziert vorgehen. Eigentlich waren die Kopfhörer für mich zum Laufen und Freeletics bestellt worden. Dazu eignen sie sich aber leider nicht, da sie bei mir nicht halten. Ich bin relativ klein und habe entsprechend kleine Ohren. Wir haben die Silikonaufsätze getauscht, mein Mann hat probiert, ich habe probiert. Keine Chance, die Kopfhörer halten nicht, rutschen mir bei der kleinsten Bewegung vom Ohr und wenn ich es schaffe, sie zu befestigen, drücken sie so unangenehm von oben auf die Ohrmuschel, dass ich sie kaum ertrage. Ich kann die Kopfhörer damit nicht nutzen, ob das an meiner Ohrform, Kopfform oder woran auch immer liegt, kann ich nicht sagen. Wir haben wirklich jede erdenkliche Einstellung, Umstellung vorgenommen. Es hilft nichts. Mein Mann ist deutlich größer als ich, hat aber ebenfalls relativ kleine Ohren und Ohrmuscheln, bei ihm halten die Kopfhörer problemlos und er sagt, er bemerkt sie überhaupt nicht. Sie wackeln nicht, sie schlackern nicht, wie bei mir, alles sitzt fest und gut. Durch die Verstellmöglichkeit im Nacken stört ihn auch das Band der Kopfhörer nicht. Er kann laufen, Freeletics machen, alles ohne Probleme. Bei seinen vorherigen Sportkopfhörern hatte er schon mal leichte Scheuerstellen vom Kopfhörer auf der Ohrmuschel, bei sehr weiten und langen Läufen, das ist bei den Sony bei ihm nicht aufgetreten bisher. Die Verbindung der Kopfhörer mittels Bluetooth ist rasch und einfach erledigt, beide Smartphones und der iPod haben hier problemlos mit dem Gerät zusammengearbeitet. Das ging wirklich schnell und einfach. Die Wiedergabe ist gut und der Klang sehr schön und klar, mit ordentlichem Bass. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.